So, meine Freunde, willkommen zu einer wunderschönen Folge von Minecraft. Jungs. Wir haben eben ein paar Leo Mascher-Videos geguckt. Ich bin hier gerade live mit Patrick LP. Digga. Und Bro, guck mal, was wir in Craft-Tech gebaut haben. Digga, ich war seit einem Monat nicht mehr auf dem Server, Digga, Alter. Bei Gott, schau es dir mal an. Wir bauen hier wirklich eine riesige Insel komplett aus dem Nichts auf. Siehst du das? Die haben wir aus dem Nichts geformt, die Insel, ja. Das wird aber nicht lange da sein. Digga, das wird doch lange da sein, Nein. weil es halt einfach krass ist. Ich habe mit Spark geredet gerade. Ich hab gerade mit Spark geredet. Nein, hast du nicht. Doch, ich habe gerade mit ihm gefacetimed. Hey Bro, pass auf, ich zeig dir kurz, guck mal hier, warte, ich zeig dir mal kurz, was Spark sich gebaut hat. Das ist nämlich insane. Spark hat sich was richtig Heftiges gebaut. Guck mal, was Spark hier gemacht hat, Bruder. Digga, was ist das? Digga, checkst du, dass diese Staffel nochmal alles in den Schatten stellt? Und das Projekt hier, Hubert's Bay, geht morgen weiter, meine Freunde. Wir bauen morgen wieder eine dicke Runde. Guck's dir mal an, Bro. Siehst du das? Ist heftig, oder? Ich hab nicht mal in meinem Leben so viele Blöcke platziert. Seit 10 Jahren Minecraft. Ja, Bro, aber du bist auch hardcore cringe. Das darfst du nicht vergessen, ich ne? Ich bin nicht cringe. Also, ich glaube, Trimax sein Dick da und sowas. Ich sag's, wie es ist. Das wird niemals fertig werden. Ich muss ehrlich sagen. Ich glaube, er hat's einfach. Es ist eine dicke Ansage an Trimax. Er hat's einfach aufgegeben, ne? Er hat's einfach aufgegeben. Macht er nicht mehr weiter? Nein, ja? der ist nicht mehr da. Der hat einfach das erste Mal in seinem Leben so ein Projekt nicht durchgezogen. Das ist doch fast fertig. Nein, Digga, da fehlt noch sehr viel. Da fehlt einfach nur so eine Rundung. Mach's einfach nur so, fertig. Guck mal hier, Bro. Das hier ist der Turm von Kara. War's nicht fertig geworden. Mein Turm. Craftec dieses Jahr. Was ist dein Turm? Oh, Bro, warum sind hier so viele Hühner? Das ist dein Zuhause, ne? Das ist mein Zuhause, Bro. Bruder, ganz kurz. Ich geh kurz pissen. Ich geh ganz kurz pissen, Patrick, ja? Ich geh kurz pissen. Bitte mach nichts in meinem Haus oder so, was ich in den Titel schreiben könnte oder so, ja? Ich werd doch nichts Bro, machen. Bro, bitte mach das nicht. Ich werd nichts machen. Bitte mach's nicht. Ey. Ich werd das nicht machen. Okay, alles gut, Bro. Hey, ich geh einfach kurz pissen, okay? Alles klar, geh pissen. Vielleicht kannst du kurz die Hühner bei mir töten oder so. Ja, ich mach die Hühner. Vielleicht kurz. Tötest du die kurz, ja? Ey, ich bin kurz. Geh am besten auch kacken. Ey, ich bin ganz kurz pissen. Geh auch kacken. Ey, Patrick, mach bloß nichts in meinem Haus, nee. Ja? Ich geh jetzt auch. Morgen geht's in Bubert's Bay weiter. Ich geh auch Patrick, auf Toilette. Nein, alles gut. Alles gut. Ciao. Kurz kissen, ja? Alles klar. Der arme Junge braucht Views, Alter. Oh mein Gott. Let's go, Alter. Los. Akani, chill doch, Akani. Ich will doch nur. Ey, wie kann man das anzünden? Akani, ich weiß, das ist schlimm, was ich mache, aber. Ich kenne mich mit Minecraft nicht auf. Wie kann ich das anzünden? Chill. Ja, geh doch an. Okay. Ist das schlimm hier, was ich kaputt mache? Das ist nicht schlimm, was ich tue. Keine Sorge, Akani, ich verstehe nichts. Geh doch an, du. Nee, chill. Oh mein Gott, ich glaube, ich übertreibe, oder? Oh, Albani! Ah, bleib stehen! Akani, das ist da, das bist du! Ich spreng Akani. Ja! Ja! Der kommt. Ja, Freunde, also können wir mal ein paar Fragen stellen. Was ist los? Bruder. Hm? Ich hab grad so krank gepisst, ne? Ehrlich, Alter, ich sag's dir, wie es ist. Du hast einen Hund, oder? Patrick! Spinnst du? Oh mein Gott, Bro, spinnst du, Patrick? Digga, chill! Ey! Chill! Spinnst du eigentlich? Ey, hör mir zu. Bro, warum machst du das? Das war so nicht abgesprochen. Das war so nicht abgesprochen, Patrick. Das war so nicht abgesprochen. Chill doch mal! Warum hast du mein Haus kaputt gemacht in Minecraft? Wieso? Okay. Dann boxen wir uns jetzt halt. Okay. Dann boxen wir uns. Ich hab heute gelernt. Komm. Okay. Hey! Patrick! Das ist ein Hund in Minecraft, oder? Mein Hund! Der ist tot. Du hast mein Hund. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Patrick! Oh mein Gott, du hast meinen Hund getötet in Minecraft! Oh mein Gott! Spinnst du? Hey, zum Glück habe ich meinen Hund in Real Life noch, ey. Oh mein Gott, Patrick! Oh mein Gott! Das ist alles geskriptet wie jeder Vlog von Spendi. Oh mein Gott! Dicker, jetzt mal. Hey, du Hund! Du hast echt übertrieben, Mann! Dicker, ich hab gesagt. Digga, das war. Hey, der Akani! Mein Beacon, Junge, spinnst du jetzt mal ehrlich, Bro? Ich wusste nicht, was wertvoll ist, Bro. Digga, ja, okay, mach halt alles kaputt. Ja, Bruder, guck mal, warum. Yo. Okay, Bruder, okay. Mal wieder eine Folge Craft-Tech. Wir haben so gesagt vorm Stream, lass mal so auf ganz schlecht faken. Haha, hihi. Bruder, und du machst wirklich einfach alles kaputt. Ja, also sollte ich nur einen TNT zünden. Digga, ja, das hätte doch für Thumbnail und Titel gereicht. Ich meine, oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott, Bug. Du kannst mich nichts antun. Ich bin gerade in Real Life. Ich werde dich jetzt bannen lassen. Nein. Du kriegst jetzt einen Bann. Hey, hier ist alles kaputt, Peter. Ich bin so sauer auf dich, ne? Wirklich, Mann. Ich schwöre. Digga, wie konnten wir das früher als Content machen? Konnten wir früher so rumschreien und durchdrehen, Digga? Mein Kopf ist fast geplatzt früher, weißt du das? Mir wurde einmal schwindelig. Digga. Hey, Spark! Ach du Heilige, hör ich da Patrick? Ja. Hey, Spark, ich bin so sauer, ne? Ich war gerade pinkeln und Patrick hat an meinem PC alles in meinem Haus gesprengt. Können wir den bannen lassen?
Technisch hast du dich selbst gesprengt. Ich hab, ja, aber er hat ich mein... liebe dich, Spark. Spark, aber er hat, er hat meinen Account gehackt, Spark. Wir müssen ihn... Das war eigene Dummheit. Ich hab nur einen Revinzeit in seinem eigenen Haus rumlaufen sehen, als in die Luft jagen sehen, ganz ehrlich. Hey, Spark, er hat gehackt, hat er mich, ey. Wir müssen ihn bannen. Ich liebe die Logik von Spark. Alles macht Sinn, was er sagt. Also, wenn Petrit frei, wenn er seinen Account lässt, da ist No Limits. Petrit, du kannst alles machen, wenn du den ehrlich? Account hast. Digga, what? Hey, jetzt entspannt dich mal, Spark. Bro, wir haben hier ein bisschen Video auf Hahahihi lustig gescriptet mäßig. Albani, der ist Alkani. Wie oft noch? Arkani heißt er nicht mehr. Der ist nicht mehr Alkani, der ist Arkani. Ja, Albani. Ja, Digga, komm. Ganz ehrlich, das repariert Hugo alles morgen schon. Das wird schon. Das ist auch eh egal, weil im Endeffekt, Spark, ich wollte dir damit jetzt auch nur ankündigen und auch den Leuten hier auf diesem wunderschönen Drecks-Gaming-Kanal. Ich bin zurück, Spark of Phoenix, und ich werde heute wieder, beziehungsweise ab morgen, bei der Buba 2 weiterbauen. Denn das, was du da gemacht hast, mein Dudester, ja? Diese Idee, die du hattest, gefällt mir extrem gut, Spark. Und das bauen wir morgen zusammen. Bauen wir die Bubats Bay richtig geil zusammen aus, ja? Okay, das wollte ich schon wissen. Also ich wollte jetzt nicht loslegen, weil waren ja auch Feiertage und irgendwie war niemand auf dem Server außer ich, weil ich habe an Silvester mit Feuerwerk in Minecraft gefeiert. Echt jetzt? Ich habe das früher im WoW auch gemacht, Digga. Beste, Digga. Scheiß wirklich auf jetzt? Ja, wirklich. Ich war live und habe in Minecraft in Silvester Feuerwerk gemacht. Craft Attack? Ja. Und haben doch Leute zugeguckt? Natürlich, Digga. Ja, auf jeden Fall. Also, so wie wir sonst auch. Chillig, Dicker, eigentlich, ne? Bro, ja gut, ja gut. Ja, also ich sag's dir ehrlich, wie es ist. Ich war an Silvester rotzevoll, wirklich. Also Spark of Phoenix, ich war sehr, sehr besoffen, leider. Ich hatte echt, ich glaube, ich habe mittlerweile ein Problem. Wollen wir kurz drüber reden? Ja, wir können kurz drüber reden. Eine ganz kleine Info noch, mir ist eingefallen, ich habe morgen eigentlich meinen freien Tag, ne? Also es kann sein, morgen ist schlecht. Du meinst den meinen freien, den minenfreien, wegen Minecraft, ne? Tag, oh, Baby, jetzt kommt Knossi. Digga, wie dir nicht mal alles gesprengt, Digga. Guck mal, wie doch übertrieben hast. Jetzt mal, ey, Bro, auf lustig Videotitel ist ja okay, aber du musst doch nicht hier alles zerlegen, Alter. Ja, wenn ich die Möglichkeit habe, dann mache ich alles kaputt, Digga. Ja, okay, Bro. Ganz ehrlich, ich würde ja auch dein Haus sprengen. Du wohnst immer noch in der Höhle unter meinem Haus, Digga. Was ist das hier? Hä? Ein Strip-Mine, einfach so frech. Was? Ah! Hä? Okay, Rivi, ich find's ja toll, dass du es hingekriegt hast, wieder normal laut zu werden mit deinem Mikrofon, was auch immer du getan hast, aber dennoch muss ich dich jetzt wieder mal runterregeln, weil das ist ja hier insane laut. Wir haben zwei Mikrofone gerade, wir sind auch professionell gerade. Chat. Wem gehören die? Also was geil ist, wir haben das Regelwerk gelockert laut Trollen und allem möglichen und alles, dann sind noch weniger Leute angekommen. Voll geil. Lag auch voll am Regelwerk, Leute. Das ist ein anderes Thema. Digga, wo sind die her? Ja, okay, chillig, Digga. Danke dafür, Let's Hugo. Ey, ich sag's dir, Spark of Phoenix, ich weiß auch selber, ich bin hier die treibende Kraft in diesem Projekt, ne? Oder Spark? Naja. Na, nicht, also wie, naja, also, wenn ich wieder da bin, kommen die anderen auch zurück, das sage ich dir. Ja, ich würde kommen, wenn Revi mehr streamen würde. Geht. Was für... Also, hier, auch generell, auch jetzt hier mit dir, generell, du warst ja, erstmal ein bisschen Urlaub, so, Jahresendzeit, Weihnachten, Silvester und sowas, ist voll verständlich. Und teilweise war ich auch trotzdem on, hier waren, keine Ahnung, 10, 12, 13 Leute online während der Zeit. Jetzt gerade ist es ein bisschen halt ruhiger wahrscheinlich, aber auch jetzt hier die ganze Zeit. Ja, weil gerade Dezember nämlich vorbei ist, weil jetzt alle sagen Januar, mir egal, Digga, ich mach Influencer, Larry, Alter. Ja, klar, dass Joey's Jungle auch erst im Dezember, im Januar den Kanal gelöscht hat, ne? Digga, ich schwitze hier so sehr, Alter. Pack Digga, ich dachte, du hast Geld. Mach mal neue Klima an. Ey, Spark, ich wollte es dir nur ganz kurz mitgeteilt haben. Morgen bin ich wieder back am Start. Petre, danke für die paar Views an der Stelle. Es ist die einfachste Craftwerk-Folge meines Lebens gewesen. Und, Gerne. Ja, Mann, Spark, wir sehen uns entweder morgen oder übermorgen, ja? Okay, ja, ist wahrscheinlich übermorgen. Aller Liebste, Beste. Hau rein, ciao, ciao.